Heute gibt es ein kleines Hand-Warm-up. Das heißt, wie kannst du die Hände aufwärmen? Und dazu gibt es einen kleinen Trick. Wenn du jetzt zum Beispiel immer 16. Noten oder 32. Noten, was auch immer, spielst, führt ja immer die rechte Hand, wenn du rechts, links abwechselnd spielst. Wie kommt man da raus? Zum Beispiel mit Triolen. Durch dieses Dreiergefühl kannst du also von rechts nach links wechseln, ohne den Takt zu verlassen, und kannst danach wieder auf die linearen Figuren übergehen und führst dann mit links. Hier mal das Beispiel, was ich mir überlegt hatte. Okay, das heißt, wir haben hier also 32. Noten. Und dann drei so gesehen Triolen, ja? Und dann sind wir auf links. Und dann sind wir wieder auf rechts. Das heißt, du hast hier eine coole Übung, wo du die Betonung auf die 1, 2, 3 spielst und dann sozusagen drei triolische Betonungen, aber noch die Zwischenschläge dazwischen. Das heißt, du hast auf eine Viertel dann 9 Schläge auf die 4. Schau dir das gerne mal in den Noten an, übst ganz langsam, und das ist ein cooles Warm-up, bisschen die Handgelenke warm machen vom Auftritt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere Videos von mir sehen willst, dann like gerne das Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Und wenn du gerne kostenlos ein E-Book zum Thema Schlagzeuglernen zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter. Dann wirst du auch zusätzlich noch auf die ganzen Videos von mir hingewiesen. Das würde mich sehr freuen und hilft dir, denke ich, auch mal beim Schlagzeuglernen weiter. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann.